Hallo zum Wetterupdate für die Nature One. Es hat sich ja 100 Pro schon rumgesprochen, dass das Wetter schön sommerlich wird. Aber es gibt noch eine kleine Einschränkung. Und die ist für alle da, die am Donnerstag schon auf dem Festivalgelände sind. Denn es ziehen jetzt am Nachmittag und Abend noch viele Schauer über Rheinland-Pfalz hinweg. Und da kann es eben sein, dass euch davon auch der ein oder andere treffen wird. Es kann sein, dass er dann eben auch mal etwas kräftiger ausfällt, also mit ordentlich Regen. Unter Umständen sogar auch mit einem Gewitter. Seid also einfach darauf gefasst, dass es mal nass werden kann gleich. Und in der Nacht zum Freitag ziehen diese Schauer und Gewitter dann aber ab. Die Wolken lockern auf. Na, und je nachdem, wie schnell das dann geht, wie schnell die Schauer raus sind, wie schnell die Wolken auflockern, geht es in der Nacht zum Freitag runter auf etwa 10 Grad oder sogar auf bis zu 6 Grad. Also in jedem Fall, es wird eine eher kalte Nacht werden. Jetzt kommen wir zu den Festivaltagen. An allen Tagen kann man sich wirklich auf viel Sonne einstellen. Allerdings Freitag, so nachmittags und abends, wird es sich zuziehen. Aber keine Angst, es bleibt auf jeden Fall trocken. Die Temperaturen tagsüber, so am Nachmittag, um die 20 Grad. Abends geht es relativ schnell runter und gegen Mitternacht liegen die Temperaturen dann noch bei 12 Grad. Am Samstag und Sonntag, da dreht der Sommer dann noch mehr auf. Höchstwerte Samstag um die 25, Sonntag bis zu 28 Grad. Nur auch hier, also es kühlt zwar nicht ganz so doll ab wie Freitagabend, aber gegen Mitternacht haben wir auch immer noch um die 15 Grad. Also das ist eigentlich das Einzige, was man sagen muss. Es wird nachts ein bisschen kühl werden, aber ansonsten kann man wohl nicht meckern. Eigentlich sehr, sehr gutes Festivalwetter und deswegen viel Spaß!